Ich glaube, ich mache mal eben wieder auf Peaceful. Solange ich zeige. Das wäre etwas besser, denke ich. So. Ja, auf jeden Fall hier dann weitergebaut, ne? Hier ist jetzt nur eine provisorische Treppe entstanden, dass ich hier wieder hochkomme. Weil mich das genervt hat, dass ich immer wieder runtergefallen bin und pipapo und hast nicht gesehen. Und gedöns. Warte mal, kann ich denn jetzt? Krass, jetzt bin ich wieder voll. Egal. Gut. Ja, hier soll es dann halt auch noch weitergehen. Genau auf derselben Höhe und Länge und alles. Aber da bin ich halt noch am Bauen. Es gibt halt so viel zu zeigen gerade. Und hier geht es dann halt treppenhausmäßig wieder eine runter. Und dann da weiter. Gut, das war, was ich jetzt so offscreen gemacht habe in letzter Zeit. Viele Veränderungen in BM, aber auch oben von BM. Und die werde ich jetzt noch zeigen. Bevor wir dann... nee, ich werde die gleich zeigen. Ich gehe erstmal schlafen. Nein, warte, weißt du was? Ich gehe erstmal wieder zurück und dann zeige ich die gleich über den Weg. Das macht viel, viel mehr her. Schlafen? Dann mache ich mir nämlich schnell eine Rüstung, weil sonst krepiere ich hier gleich. Gehen wir mal eben zu den Dias. Das Lagerhaus ist echt lang geworden. So, achso, ja, Lapis Lazuli war ich auch farm. Mit Glücksspitzhacken abgebaut. Wie ihr seht, sind die Diamanten reichlich geworden. Auch mit Glücksspitzhacken alle abgebaut. Und, ja. Ist halt echt viel zu tun gewesen. Oder war halt viel zu tun. Und dann habe ich halt mir so gedacht, oh, weißt du was, dann kannst du ja mal, auf 1.7.10 updaten, habe ich dann halt geupdatet und so. Die meisten Mods auch gefunden, aber das Problem... Ach, scheiße, jetzt habe ich zwei davon gemacht. Egal. Aber das Problem, oder das größte Problem halt daran war... Ach, die wird jetzt eh durchgejagt. Verdammt, die wird jetzt eh durchgejagt und kommt hier wieder raus. Egal. Das größte Problem oder das größte Hindernis war natürlich... Naja, nennen wir das Kind beim Namen. Alle Sachen, die ich mit Mods bisher gebaut habe, waren halt weg. Das heißt, ich hätte die alle im Game Mode nochmal komplett neu bauen müssen. Das heißt, ihre ganzen Rohre nochmal neu verlegen müssen, etc. pp. Dann war halt das Problem. So. Das nächste Problem war halt, halt nicht nur, dass die Blöcke dann halt weg waren, wie hier oben, die Karpen das und so, da oben, sondern dass da halt auch Blöcke in die Welt gesetzt worden sind, die da voll keinen Sinn gemacht haben. Das heißt, ich sag mal, ich baue jetzt hier Stein ab, ja, und dann war auf einmal hier ein Deco-Craft-Objekt. Nächsten Stein abgebaut, nächstes Deco-Craft-Objekt. Stein abgebaut, Deco-Craft-Objekt. Stein abgebaut, Deco-Craft-Objekt. Übertrieben gesagt jetzt, aber, ne? So ungefähr. Und dann dachte ich mir so, das alles wieder herrichten und fertig machen und so, oh, das nimmt viel Zeit in Anspruch. Zeit, die du nicht hast. Aber du würdest gerne, weil so viele tolle neue Sachen in den Mods drin sind, in den neueren Versionen und so. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, lass es erstmal. Kopiert so, wie es ist. Habe ich dann auch. Habe es kopiert und habe dann so gesagt, ja gut, dann lassen wir es so und dann schauen wir mal. Und ja, die Brücke war zum Beispiel dann auch weg und es hat mir zwar gefallen in der neuen Version, auch mit den Shadern und allem Pipapo, war super toll, aber halt, dass ich hätte wieder alles aufbauen müssen, das hat mich angekotzt und deswegen habe ich das erstmal nicht gemacht und gelassen. Also jetzt habe ich zwei Folgen hier alles nur gezeigt und gequatscht, es ist halt so, kann ich im Moment nicht ändern, tut mir leid. Aber da ich ja Papa wäre, wie gesagt, müsst ihr jetzt damit auch leben, ganz einfach. So. Dann gehen wir mal den schönen Weg hier entlang. Zu Projekt BM von oben. Da haben wir nämlich auch ein bisschen gearbeitet. Ihr habt ja vorhin da oben schon das eine Ding gesehen. Oh. Jetzt habe ich natürlich kein Essen mitgenommen, ne? Verdammt. Dann essen wir mal eben hier die eiskalten Händchen. Wir haben ja gleich die Fried Eggs und dann passt das schon wieder. Ja, da fehlt auch ein Block. Ja, auf jeden Fall
Ich würde es wirklich gerne updaten, aber ich kriege die Karte halt nicht konvertiert. Das ist das Problem. Entweder fehlen die Blöcke oder es ist halt irgendwo anders ein Block. Und ich sag mal so, wenn ich Hilfe hätte, wäre das vielleicht einfacher, vielleicht schneller oder wie soll ich sagen? Und ihr habt da schon was gesehen. Ich zeige es euch jetzt erstmal. Projekt BM ist nämlich auch sehr weit gewachsen. Hier so eine Art Militärbrücke, ja, aus Stein gebaut, ein bisschen angeschrägt mit Carpenters, damit das ein bisschen besser aussieht. Dann hier unsere Wachen, ja. Hier die Maschendrahtdinger, fast komplett drumrum gezogen, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber der Zaun, der ist auch komplett drumrum gezogen. Hier dann der Eingang, da soll halt später nochmal eine Eisentür zwischen oder so. Hier sollte dann eine Art Wachhäuschen hin. Das hier ist natürlich dann fehlplatziert. Ich habe es jetzt erstmal aber so gelassen, wie es hier ist. Ne, weil ich das dann nochmal umplane im LP oder so. Und dann sollst du halt hier so nochmal zusätzlich runterkommen können. Mit einer Art Treppensystem nach BM. Und ja, das war dann halt so die größte Änderung hier. Achso, da möchte ich dann noch so eine Art Watchtower machen. Und da vorne. Oder so eine Art Bunker oder sowas. Ne, damit das hier nochmal so ein bisschen abgeschirmter ist und gesicherter. Wie ihr seht, der Berg, der hier früher war, der ist komplett wegplaniert worden. Aber komplett. Da hinten auch. Alles eingeebnet. Die Zäune alle auf eine Ebene gebracht. Soweit es ging natürlich. Hier jetzt nicht. Weil hier wollte ich das nicht wegreißen mit, dass Susi mich hier erschlagen hat und so. Das Portal wollte ich hier erstmal noch nicht wegreißen und so. Ja, dann habe ich die Mauer halt bis hierhin rangezogen. So gezogen, dass eigentlich in der Theorie hier niemand drüber springen kann. In der Praxis sieht es natürlich anders aus. Da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, drin. Aber ne, es geht ja nicht darum. Es geht ja nur um die Logik. Ja, wie man sieht, hier dann den Zaun auch nochmal versetzt, weil ich festgestellt habe, es war der halb falsche Höhleneingang, den ich genommen habe, weil vorher endete der Zaun hier. Da habe ich den Zaun halt noch so ein bisschen weiter rumgezogen. Überall die Cobbles drunter gelegt, damit das ein bisschen befestigter aussieht. Ich muss echt was essen jetzt. Hier fehlt noch ein bisschen Zaun, aber das ist nicht schlimm. Das kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon gebacken. Ja, und da ist halt natürlich unsere Raketenabschussbasis. Und da an dem Häuschen werde ich dann offscreen vielleicht noch ein bisschen weiter bauen. Ich weiß es nicht. Ja. So sieht es bisher aus. Ich hoffe, das ist nicht wirklich nicht allzu schlimm für euch, dass ich hier schon weiter gebaut habe und so viel geändert habe, aber ich hatte halt Bock. Nur keinen Bock aufzunehmen. Das sind so zwei Dinge, weißt du? Naja. Die sich haben nicht vertragen in dem Moment. Und jetzt gucken wir erstmal, ob unsere Fried Eggs fertig sind. Natürlich sind die Fried Eggs fertig. Dann essen wir jetzt mal ein paar von den Fried Eggs. Ich nehme derweil noch einen Schluck vom Kaffee. Jetzt habe ich hier auch keine Uhr gerade. Das ist blöd. Ah, Kaffee. Weißt du was? Ich mach mal eben hier mein Nintendo 3DS an. Ich glaube, wenn die Uhr umgestellt ist, wenn die sich automatisch umstellt, wäre das natürlich top. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Achso, da sind die Portal ganz, sehe ich gerade. Da und da. Ich habe sogar zwei. Ich habe zwei? Ja, nice. Ich habe zwei. 21, 21. Hat die Uhr sich umgestellt? Ne, ich glaube nicht. Das heißt 20, 21 dann. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich lasse es jetzt erstmal so, wie es ist. So, dann gehen wir mal wieder durch das Portal, weil ich wollte nämlich noch was zeigen, was ich auch umändern werde bald. Und dann gehen wir nochmal durch das Portal. Dann, ja, hat geklappt. Wir sind hier angekommen. Wunderbar, da ist das rote Portal im Übrigen. Hier, das Lagerhaus werde ich auch nochmal dann irgendwann umbauen. Bin mir aber noch nicht sicher, wie und wo und was und überhaupt. Aber die Gänge hier unten, die lasse ich natürlich. Weißt du, das hier hat schon Kultstatus. Das lasse ich jetzt so, wie es ist. So, Lagerfeld, Schmiede, bla bla bla, zur Bahn. Zur Bahn, da hatte ich nicht hier auch umgebaut? Nee, hier hatte ich das letztes Mal gebaut, das ist schon länger her. Ja, und dieses System hier werde ich, glaube ich, auch einstampfen, weil das eigentlich nichts mehr bringt, sobald wir den Portalgang oder da wir den Portalgang haben. Ich glaube, das stampfe ich ein. Ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Ja, viel gezeigt, viel geredet und jetzt, glaube ich, können wir endlich mal mit dem Let's Play anfangen oder so. Naja, das ist halt der Nachteil, wenn du nicht vorproduzierst, sondern wenn du halt das Offscreen baust. Da musst du alles wieder zeigen und, naja.
Kleinigkeiten, Kleinigkeiten. Aber da, darüber sehe ich hinweg. Ich glaube, ich hatte im Nether nämlich auch noch einen Portal Gun, glaube ich, irgendwo gefunden, wenn ich mich nicht irre. Und ich hatte dann nämlich im Nether noch hier ein Portal gesetzt. Ich weiß nur nicht mehr warum und wofür. Lasst es uns herausfinden. Koordinaten? Nein, warte mal. Portal zum Portal. Ja, meine Lieben. So, das is it jetzt. Das is it jetzt. So sieht's aus. Ach ja, ich weiß wieder, warum ich das Portal hier gesetzt habe. Weil hier der Nether neu generiert wurde. Und weil hier wieder die Chance besteht, Minyolin zu finden. Und alles davon habe ich ja so viel im Moment. Beziehungsweise Kobalt und Ardit, oder wie das hieß. Dein Ernst? So. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, ehrlich gesagt. Ich bin gerade so ein bisschen hilflos. Ja. Hilflos wie eh und je. Aber das macht halt der ganze Stress und das ganze private Zeugs, was wir so momentan haben. Aber naja. Gut. Im Übrigen werde ich dieses Wochenende... am Samstag, also Freitag, sagen wir mal so, Freitag kommt ja Sun and Moon raus, wie wir alle wissen. Und da werde ich, warte mal, ist das schon alles gewachsen? Das sieht gut aus, ne? Ich glaube, ich werde einmal das Feld abernten. Abernten. Abernten, abernten. Ja, und ich glaube, warte mal, darüber spreche ich gleich. Über Sun and Moon. Ich werde erstmal was anderes tun. Ich werde erstmal ein paar Fried Eggs mir herstellen. Ja, meine Hühner, Freilandhaltung, Bodenhaltung, wie auch immer. Eigentlich ist das beides. Eine Bodenhaltung, weil die auf dem Boden sind, und eine Freilandhaltung, weil sie auch raus können. Ich glaube, ich gehe mal im Pen. Wo ist denn meine Feldhacke geblieben? Das wüsste ich gerne. Ach, hallo Susi, da ist sie ja. Ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Und nicht lügen. Ach ja. Jetzt, das ist so krass, wie schnell die Zeit auch vergeht, ne? Wenn man so viel arbeitet und dann... ich sag's euch, sobald ihr wisst, dass ihr Eltern werdet, vergeht die Zeit irgendwie noch schneller als zuvor. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe echt das Gefühl, die Zeit vergeht heute noch schneller. Oder seitdem ich das weiß. Ich weiß es nicht. Es mag subjektiv sein, aber ja, es ist halt irgendwie so. Es ist schon wirklich sehr, sehr komisch. So, dann ernten wir mal eben. Ernten, was wir sehen. Oh, da ist auch ein kleiner Bug noch. Und wir müssen ja auch noch ein bisschen was hier tun für unsere Erntemaschine, dass sie ein bisschen schöner aussieht. Aber ich bin froh, dass wir damals die Erntemaschine relativ früh gebaut haben. So müssen wir es jetzt nicht mehr machen. Die Höhle, ne? Die existiert auch schon seit 250.000 Jahren, aber bis jetzt ist da nie was passiert. Und ich hoffe, die GEMA strikt mich hier nicht weg jetzt wegen den Songs, weil die vom Morrowind OST sind. Und wenn doch, fuck you GEMA, denn mit der GEMA hat sich auch einiges auf YouTube geändert in der Zeit, wo ich jetzt nicht so aktiv war oder immer noch nicht bin. Es wird sich auch nicht ändern in der kommenden Zeit, ne? Also ich werde immer nur sporadisch jetzt Videos hochladen können, weil wenn ihr das Infovideo gesehen habt, wisst ihr ja warum. Und das sind halt Sachen, die gehen halt eher vor als jetzt hier YouTube und so. Deine Tube. Aber das sollte ja jedem bewusst sein. Gut, die packen wir jetzt hier rein. Dann holen wir uns mal die Kartoschkis. Da sind sogar auch einige Kartoschkis dabei, die wie immer nicht zum Verzehr geeignet sind. So, die packen wir erstmal auch hier unten rein. Selbst die, die nicht zum Verzehr geeignet sind. Hier weg damit, so. Achso, da habe ich noch 64 Karotten gerade, sehe ich. Schnell einsammeln. Das Feld in Ära ist ja auch riesig, ja.
Ära wird auch irgendwann mal wieder kommen. Also, ne, keine Panik. Das ist jetzt nicht irgendwie abgeschrieben für auf Lebenszeit und so. Aber das geht im Moment halt nicht.